Tag und da sind wir wieder. Ich sag mal nichts. Ja, ist so. Ich weiß nicht, wird nicht gesprochen, ne? Doch, ja. Natürlich. Stimmen freudig zu. Oh toll, alles liegt an mir. Ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Also wir machen halt da weiter, wo wir im letzten Part angekündigt haben. Genau, weil wir haben jetzt die beiden, hätten vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren können, weil sie sind ja noch recht jung. Wir haben ja gerade die Fähigkeitenliste, also nochmal. Ich habe ein bisschen nämlich, ich war bei... Ja, darum geht's aber gar nicht, aber ich würde dann vielleicht mal hier noch erhöhen. 3 ist besser, finde ich. Ja, mach. Weil bei Datamon kann man nämlich... Soll man denn vielleicht hier auch, damit das schneller... Das lohnt nicht. Aber Gasterflash steigert den Wirkungsbereich von Wurf-Items im Kampf. Lohnt nicht. Wenn gelegentlich die Kosten auf 0 in einen Itemkampf geworfen wird, ist auch interessant, ne? Na, da würde ich sogar eher noch mal einen weiter zurückgehen. Das hier finde ich gar nicht schlecht noch. Auch erhöht den Schaden von das geht natürlich, Angriffen klar. Noch ein wenig mehr. Moment, steigert die kritische Trefferwahrscheinlichkeit für Angriffe von hinten stark. Ja, das ist jetzt nicht so. Steigert den Effekt von Angriffsfähigkeit, die deinen Fall stärken leicht. Das also lohnt eigentlich nicht. Das hier finde ich ganz gut. Mit dem geboosteten Attacken. Ja. Geh mal ganz kurz auf das und das dann da nochmal. Das? Ja, das. Das sollten wir auch. Genau. Machen. Aber nochmal auf Überleben da gehen. Nein, das brauchen wir nicht für Verteidigung. Das ist gar nicht schlecht. Naja, ich habe das schon ab und an gemacht. Was? Auf Überleben da und da unten. Also. Rea-Treter quasi. Gesundheitsläufer. Also halt. Und daneben und auch. Nee, das andere. Das nicht? Nein? Okay, das. So. Ja, was ich aber vielleicht auch noch, weil wir werden bestimmt einmal campen. Oder nicht? Das brauchen wir nicht. Na gut, wenn du es nicht willst, dann... Ja, das ist ja nur für Hochklassiges. Man kann trotzdem campen und kochen. Kochen kann man, glaube ich, nicht, wenn man den Befehl nicht hat, das oder? Ist nur für Erweiterung. Ja. Jetzt hast du mich wieder trotzdem hier voll. Ich wollte doch das hier noch. So, wollen wir mal gucken. Den Wasserfall nehmen wir wahrscheinlich auch. Hagelspeer bleibt trotzdem, weil man irgendwas Leichtes nimmt, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich finde den Wasserfall besser, ich glaube, der paralysiert man ab und an. Da steht aber ich auch. Möchte noch was anderes nehmen. Programm löschen dauert so lange. Die Gigawatt-Laser finde ich noch okay, wenn ihn einer drin hat zumindest. Der trifft zwar nicht immer. Ja, jetzt hat dieser Machtschlag, der kann raus. Kriegsschlag brauchen wir nicht. Der ist besser, den ja nicht. Der ist Mann, gut. Wir können so wenig Feuerattacken. Eine Feuerattacke nehmen wir aber rein. Jetzt ist nur die Frage, welchen nehmen wir? Feuerturm, weil der immer trifft. Ja, und dann nehmen wir bei ihm natürlich das einfach, aber es dauert so lange, ne? Dann nimm den Gigawatt-Laser. Auch wieder. Ja gut, wenn die beide einsetzen, wird ja irgendeiner treffen, nehme ich an, ne? Und vorne wartet schon was. Eigentlich sind das 2, aber egal, was soll's. Hätte vergessen, Handy-Start zu drücken. Egal, passt. Warte. Nein, ihr wollt nicht kämpfen. Aber du vielleicht. Ein Devimon. Du willst bestimmt weiter, aber dazu wirst du das Digimon vor dir besiegen müssen. Du denkst dir sicher, nur ein einziger Gegner? Was soll schon dran sein? Überrascht, ich kann Gedanken lesen. Oho, jetzt denkst du, ist das eine Falle? Ich muss trotzdem weiter. Du willst weiter. Mögliche Fallen hin oder her. Wie leichtsinnig. Oder soll ich dich mutig nennen? Wir brechen durch. Schön, ich werde schon sehen, ob du mutig oder einfach nur dumm bist. Kommt, meine Schatten. Ja, wir haben sie halt so gut es geht trainiert, sind halt die DLC-Agumon und also Agumon und Gabumon gewesen. Ja, dann denk dran hinzugeben. Jetzt schon? Ja. Nein. Guck mal, die verrecken das schon fast. Naja, nur mit Taigaruromon. Wargreymon wird noch kaum getroffen. Ja, wenn so viele sind, wird so ein Gigawatt-Laser auch treffen, ne? Ja, so ein paar Gebunschen kann nun mal... Ja, guck mal, mit Tiger Rurumon ist schon fast tot. Das finde ich blöd. Alter, wie viel die ihn abziehen! Dabei steht da auch nicht, dass es effektiv ist. Und eigentlich habe ich die Verteidigung und so ziemlich hoch. Und da gibt es ein P hoch hin. Ah. Ja. Was passiert? Du kannst ja auch mal reden und ich kann ja auch. Deswegen habe ich ja gesagt, auch gerade, du gibst ein P hin. Bei Wargreymon machen wir keinen Kopf irgendwie. Dem geht's ganz gut. Ja. Am besten macht man hier gleich trotzdem schon die Extra Cross und pennt dann kurz vorher nochmal vor dem Endboss. Naja, hier schon die Extra Cross machen. Ja, okay, wo du kommst, so auch gut klar. Ja.
kommt drauf an, wobei mit Talgarurumon, das sieht echt scheiße aus. Also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt dieses Universal-Ding hingegeben, aber ich muss ihn hier permanent heilen. Das finde ich irgendwie doof. Ja, vielleicht machen wir dann doch die Exakt-Aus. Da muss erstmal Wargreymon noch ein paar hochkriegen. Klar, er hat ein bisschen mehr Verteidigung, ne? Aber so viele. Als ich bei meinem eigenen Spielstand hier war, haben die beiden, diese Devimon mir hier keine Probleme gemacht. Muss ich dir ehrlich sagen. Nein, mir schon ein bisschen, aber das habe ich dann ja retten können. Weil danach hatte ich aber keine Probleme mehr. Dann machen wir die extra Cross halt. Was wird es nur, was wird es nur? Ich denke mal, das ist logisch und das weiß eigentlich jeder. Ja. Sollte. Hat man ja auch schon im ersten Part gesehen. Wobei es tatsächlich Leute gibt, die finden, dass Omegamon den beiden nicht ähnlich sieht. Nee. Omegamon selbst ist ja auch nur der Körper. Ist auch eher Empfindung. Also ich finde das eigentlich gerade gut, dass es irgendwie was Eigenständiges ist, aber mit beiden eben eine Ähnlichkeit hat. Es muss ja nicht immer genau gleich aussehen, das wäre ja langweilig. Ja, komisch, dass es hier wieder das Adventure Omegamon ist. Das ist aber mit Talgarurumon vorhin ja auch so. Hat zwar noch eins getroffen, aber. Na, das ist egal, der hält das trotzdem aus. Und Werte sind auch okay. Das ist auch der einzige Kampf hier mit diesen ganzen Devimon, das sind viele, sonst ist es meistens immer nur ein Gegner. Naja, deswegen. Nicht mit singen. Lass mich doch meine Sing-Skills präsentieren. Bitte nicht. Wobei, schlimmere, gibt. Naja. Guck mal, der schlimmere Leute vom Singen, meine ich doch. Guck mal, verschiebst voll dieses rote Devimon da. Ist ja auch eine Leiche. So. Das ist noch da. Bam. Was ist da? Ich sehe nicht. Und ordentlich Geld. Was zur... Ich verstehe euch Menschen nicht. Ihr handelt waghalsig, aber auch, als ob ihr etwas verstecken würdet. Nur was? Was? Ich kann die Antwort in der Stadt finden? Ha, bring das nicht durcheinander. Ich bin nicht dein Verbündeter. Nein. Gut, weil ich wollte nämlich nicht, dass diese beiden Besatzmann... Aber jetzt... Das waren nicht Besatzmann beide. Das eine aber. Und das eine war, glaube ich, Sorcerymon. Genau. Wenn ich jetzt aber laufe, gehen die HP auch hoch. Naja, hast du ja wieder den Skill aktiviert. Hast du irgendwelche Probleme mit Talgarurumon? Kein Bock auf dich. Ich glaube, hier stand auch jemand. Nee. Nein, erst wenn. Ja, ich muss ja trotzdem mit Magna Angemon reden, oder? Muss also musst du nicht, werden? Nein, nein. Der will doch nur ein Item. Ja. Haben wir aber nicht mit. Ich glaube, das war irgendeine Heildisk oder so, oder eine Dopingdisk oder wie war das? Ja, wir haben natürlich jetzt den Ausrüstungsladen noch nicht auf Maximum gehabt, dann hätten wir uns auch die ganzen Items holen können, die besseren. Aber naja. Hallo, Metallgarurumon, da geht's lang. Du sollst mir folgen und nicht in die entgegengesetzte Richtung. Ah, warte. Ich will ja versuchen zu umgehen. Gehst du nochmal mit zur Seite, ja oder nein? Naja, offensichtlich nicht. Weil das verfolgt uns bestimmt. Ja, das ist ja. Ich find's knuffig, die Geräusche. Oh nein, Wargreymon, du Arsch! Er hat dich gerettet, also beleidige ihn nicht. Ja, aber er war, wenn er vorne ist, dann schieben, also hinter mir ist, dann schieben die das Viech hier immer so rein und darauf habe ich keine Lust. Ja, genau das. Ich verstehe auch nicht, warum die mich auf einmal eben überholt haben, also das Kackviech. Ja, eigentlich müsste ich auch wieder so ein Ding hingeben, ey. Wobei ein Robo fast schon tot ist. Ja, ich weiß. Also viel aufgeladen hat dieses Rea-Gedüngse nicht. Muss ich ehrlich sagen. Boom. Alter, wieso zieht er so viel ab? Ich verstehe das nicht. Also nee, ganz ehrlich, also in dem Part kommen wir nicht durch. Also wir gehen auf jeden Fall nochmal zurück, weil das schaffen wir hundertprozentig dann nicht. Wir müssen dann doch nochmal trainieren. Ey, ganz ehrlich, also ich wäre schon fast am überlegen abzuhauen, also. Weil jetzt diese ganzen Items dafür hingehen auch wieder war. Und dann will ich lieber versuchen, dass ich da jetzt... Naja, müssen... Jetzt gibt's einen Autopiloten hin.
Wie? Ich will doch jetzt noch nicht trainieren. Ich wollte nur wegen diesem scheiß Metallmemon da kurz. Ach so. Ja, hier, du kannst mal versuchen vorbeizulaufen. Du bist ja geschickter, aber gib den erstmal noch eine Heilungsding dahin. Ach so, da. Ich finde das irgendwie sinnlos, weil. Ne, gib die normalen doch erstmal so hin. Im Kampf die größeren. Muss ja nicht voll geben oder so, aber. Ich hab man jetzt da drauf, das Button smashen. Ja, das passt schon. Der Rest kannst du dir erlaufen. Aber MP. Das geht doch noch. Dafür sind ja die kleinen Dinger da. Ehrlich, vielleicht sollte man mit Teigen. Aber irgendwie hat er auch nur damit angegriffen. Ja. Ja, das reicht doch jetzt. Na gut. Wir könnten das ja selbst steuern, aber das. War einfach an denen vorbeilaufen, weil ich finde, dass hier zu viel. Also ich bin ja dafür, je nachdem, wie weit wir mit denen kommen, ganz ehrlich, scheiß ist drauf. Ist hier noch eine Ebene? Hier. Was hast du denn? Ich warte kurz, ich warte. Der geht nur einmal maximal ein bisschen rüber und jetzt gerade geht er gar nichts. Ach egal, ich probier's einfach jetzt. Ja, Wargreymon ist halt so eine Arschkrampe gerade. Weil der irgendwie immer so komisch hinter einem herdüngelt. Das war der erste. Ne, den habe ich auch geschafft. Nee, ich bin dafür, dass wir vielleicht dann das machen, dass wir uns ein Omegamon machen und das andere dann schnell wieder zu das Mega. Das ist doof, das ist doof. Aber das ist dann mächtig. Ja, aber dann können wir im Endkampf ich aber keinen auch extra geschafft. Cross mehr. Habe ich bei meinem Spielstand auch geschafft. Hm. War kein Problem. Ich will kurz warten. Ja, das einmal, links, einmal bitte. Geht es noch nach links oder so. Naja, wobei auch nicht richtig. Doch, jetzt. Ich muss natürlich dazu auch sagen, ich höre das nicht, weil ich habe keine Kopfhörer auf. Die hast du aber vorbereitet. Ich ja, habe extra aber Stereo wollte ich ja bei dem Spiel eigentlich nicht. Ich höre das durch dich ja auch ein bisschen, aber. So, ja. Ich glaube, das müsste jetzt erstmal reichen. Ja, klar, Hunger. Hey, der Endkampf steht bevor, aber das Einzige, was mir einfällt, du Tamer, ich habe Hunger. Gute Idee. Ach nö, schon wieder vorbeilaufen. Sollte ich nochmal warten, bis es rüber switcht, oder? Jetzt. Also ist auch gut. Klappt doch. Welches Digimon war das da hinten gerade nochmal? Das weiß ich nicht, ach so, aber ich will Kuba. Den Weg finden. War der Weg hier? Nee, doch nicht. Ich dachte, der wäre da gewesen. Das ist beides. Ja, warum fliegt Wargreymon immer so doof vor mir rum? Das verstehe ich nicht. Damit das extra schwerer ist und die mir extra wieder hier, ne? Ich weiß auch nicht. Und so wie mit Taigaroro und vorhin die ganze Zeit in den gegengesetzt richtig. Ach, da ist Mega Kabo. Ach genau, den geben wir jetzt den Brief. Von Stingmon, falls man sich noch erinnern kann. Gehst du weiter weg? Das will bestimmt gleich kämpfen. Nicht Mega Kabo, ich meine Datamon. Ja, siehst du? Quatsch ich den trotzdem an. Wer bist du? Was willst du? Ich habe einen Brief von Stingmon. Ein Brief von Stingmon, lass ihn. Puh, dieser Kerl. Hey, was schaust du so? Ich weine nicht, du weinst. Ich bin in den Unendlichkeitskessel gekommen und habe bei meiner Erkundung die Zeit aus den Augen verloren. Ich habe meinen Freund vergessen, der sich Sorgen um mich macht, also ich hab's vermasselt. Ich muss Stingmon dafür danken, dass er an mich gedacht hat und ich habe lange kein Sonnenlicht mehr gesehen. Ich gehe in die Stadt, Stingmon wartet dort auf mich. Ich überlasse dir die Erforschung dieses Gebiets. No Forest! Ja, manchmal hat man ja das Glück und schafft es noch, ne? Aber manchmal stehen sie dann doch noch neben dir und dann ist weg. Oh, Wargreymon, sei doch mal hinter mir. Ich gehe auf der anderen Seite. Na, besser ist es. Ja, so darfst du da bleiben. Wobei, so weit hinter mir bitte auch nicht. Irgendwie noch nah dran, ne? So. Wie bewegst du dich? Nee, wieder in die andere Richtung. Ein Ladi-Dabi. Sollen wir mit der reden? Ja, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was sie wollte. Wenn sie kämpfen will, will sie ja kämpfen. Das schaffen wir noch. Nun, wen haben wir denn hier, Menschenkind? Bist du den ganzen weiten Weg gekommen, nur um mich zu sehen? Nur mal ganz ruhig. Ich habe kein Interesse an einem Kampf. Willst du nicht erst hören, was ich zu sagen habe? Kommst du in die Stadt, wenn ich zuhöre? Meine Güte, du kommst schnell zur Sache, nicht? Der junge Schoma hat mich einst dasselbe gefragt, weißt du? Er war nur nicht ganz mein Typ. Ich habe mich ein bisschen geziert und er ist einfach ohne ein Wort gegangen. Ich bin gerne ungebunden, weißt du? Ich mache worauf und wie ich Lust habe. Lass mich überlegen. Gerade habe ich Lust, hier wegzukommen und ein bisschen Spaß zu haben. Deine Stadt da klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ich werde trotzdem nichts tun, was ich nervig oder langweilig finde. Wenn ich meinen eigenen Laden führen kann, gebe ich dem Ganzen vielleicht eine Chance. Ist es ein Versprechen, Kind? Versprochen. Sieh an, sieh an.
Keine Angst, ich habe keine Lust auf einen eigenen Laden. Ich wollte nur sehen, wie du reagierst und daran messen, wie interessant deine Stadt ist. Natürlich könnte es trotzdem passieren, dass ich ein paar hübsche Läden übernehme, weißt du? Schau ruhig mal vorbei. Hey, der hat irgendwie Probleme. Ja. Dann müssen wir Sakuyamon bekämpfen. Ich glaube, da war was, ja. Sakuyamon würden wir schaffen, ja oder nein? Ja. Geh weg! Gut, es kommt nicht so weit hinterher. Oh, hallo, du kommst zu einem guten Zeitpunkt. Ich heiße Sakuyamon. Ich bin zum ersten Mal seit Jahrhunderten erwacht und leider etwas durcheinander. Ich wollte zu einem Ort namens Floatien. Könntest du mir den Weg dorthin zeigen? Das ist Taumons Tao-Amulett, nicht wahr? Mach es doch mal auf und dann... Boom. Ich krieg's leider nicht auf. Ach, wirklich? Nun gut, dann frage ich das Mon eben selbst. Hallo, hörst du mich? Hey, wart, wie unhöflich, Taumon. Was? Eine Erklärung? Na schön, na schön. Ich fürchte, die ist wohl notwendig. Na gut, ich finde meinen Weg schon selbst. Ah, ich kann Atem hingeben. Ach, Quatsch. Ja. Aber ich finde, das macht irgendwie voll keinen Sinn, was sie da gebrabbelt hat. Weil ihr Taumon nicht den Weg weisen wollte? Ja, super, es ist auch noch effektiv bei Metallgarurumon, ehrlich. Aber es ist nur ein Digimon und ich denke, dass das machbar sein sollte. Ernsthaft, wie viel er verliert! Ah, guck, sie ist schon so ein bisschen benebelt. Ja, sie ziehen verdammt wenig ab. Ja, dabei habe ich aber den Angriff hochgepusht eigentlich. Ich mache mir eher Sorgen, weil Metallgarurumon immer so fürchterlich viel verliert. Dabei Wargreymon, finde ich, geht's noch. Na super, jetzt ist er auch noch gelebt. Na, ganz tolle Sache. Ey, wie lange ist der denn gelebt, Alter? Na, ganz ehrlich, lass sie draufgehen. Ist sie bescheuert? Vor jetzt den ganzen... Vielleicht haben sie ja schon eine Chance, oder? Guck mal, wie wenig du abziehst. Ja, habe ich das bis jetzt gesehen? Nein. Seht. Und das? Ernsthaft? Mit 1,5 Schaden. Ja, dann fühle ich mich richtig verarscht. Na. Ja, dann lasse ich ihn halt draufgehen, ist halt so. Im nächsten Part werden wir ja aber fett den Arsch treten. Ja, also ich weiß auch nicht, warum das dann so ist. Also wie gesagt, als ich das erste Mal bei meinem eigenen Spielstand hier war, und ich meine jetzt nicht die Vita-Fassung, sondern schon hier das Spiel, die PS4-Fassung, da ging das eigentlich ganz gut. Also ich habe zwar gegen hier Kozua und Gaiumon, ne? Die habe ich nicht geschafft beim ersten Mal, das gebe ich zu. Genau da habe ich mir dann nämlich Omegamon einmal geholt gehabt. Aber das, die alle hier, habe ich total im Schlaf gepackt. Das war voll einfach. Und die beiden, keine Ahnung, die kriegen es irgendwie nicht geschissen. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum Metallgarurumon so eine Lusche ist und die ganze Zeit, weiß ich auch nicht, irgendwie total viel irgendwie abgezogen bekommt. Oh, du bist sorry, ich habe gute Nachricht. Du bist da im Kampf draufgegangen, aber egal. Ja, die Digimon, die wir ja gekriegt haben. Also wir haben ja trotzdem ein bisschen was geschafft. Doch, no, 3 Digimon noch in die Stadt geholt. Und wie gesagt, er hast ja schon irgendwie recht. Es bringt ja nichts, dass man, aber wie gesagt, hier, ich zeig das mal. Also allzu schlecht würde ich das sagen. Okay, die Verteidigung ist nicht hoch. Aber der Angriff hätte trotzdem mehr abziehen müssen. Finde ich schon. Na. Also ehrlich. Und ich finde, bei Metallgarurumon ist kein großer Unterschied zu Wargreymon mit der Verteidigung. Also das ist irgendwie seltsam. Also ganz ehrlich, ich bin trotzdem dafür Omegamon, ehrlich. Ich bin... Ja, nur für die Extra-Cross, also... Ja, die kann einen dann schon den Arsch retten. Ja und? Na gut, dann trainierst du die. Jetzt können wir sowieso erstmal den Part, denke ich, beenden. Na lohnt nicht, wir müssen noch ein bisschen was machen. Also nehmen wir das Training mit drauf. Also das finde ich eigentlich sinnlos. Ja, und aber kann man kurz ein bisschen machen. Gut, du bist der Boss. Also ihr könnt es überspringen, wenn ihr wollt, weil ich nicht glaube, dass das sehr interessant ist. Na, halt. Außer uns fällt noch irgendwas ein, was man labern könnte. Aber wie gesagt, also ich habe das gemacht. Ich hatte dann beim ersten Mal, ich weiß auch nicht mehr, was ich da jetzt hatte, da habe ich echt keine Ahnung, irgendwelche normalen Mega halt, ne? Ich weiß nur, dass ich mir dann Omegamon geholt hatte und ich glaube, das andere war auch Metallgarurumon. Die habe ich mir dann geholt gehabt und damit habe ich dann zumindest Kozuamon und Dings und dann auch das Spiel durchgekriegt halt. Deswegen verstehe ich nicht. Vielleicht aber auch, weil ich andere Items hatte, wegen dem Item.
Schuss! Und wie gesagt, also der Endboss war natürlich schon ein bisschen schwerer, aber wie gesagt, mit Omegamon und mit Taigarure ging das. Und deswegen, also ich habe das ohne Extra Cross auch hingekriegt. Deswegen, ich würde nicht sagen, ich finde eigentlich, weil Omegamon wäre dann hier richtig stark. Aber ich muss sagen, ich hatte genau das gleiche Problem, dass Omegamon, der war richtig stark halt, ne? Und mit Taigarure ist immer fast abgekackt. Und wenn ich bedenke, ich weiß nicht, die Werte... Ganz ehrlich, ich dann mache einen Omegamon, aber dann lasst Metallgarurumon dazu werden. Ja, wäre vielleicht besser, ne? Also ich hatte auch Probleme. Ich weiß, dass, glaube ich, Metallgarurumon dann am Ende draufgegangen ist, weil es war echt nervend, genauso wie jetzt hier. Er ist andauernd draufgegangen und dann musstest du immer Items werfen, Items werfen, Items werfen. Und da habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, du kannst mir mal am Arsch lecken. Dann ist er draufgegangen, ich habe Omegamon einfach nur gemacht und das ging auch ganz gut. Weil, ist ja klar, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, mit Taigarurumon ist in diesem Spiel irgendwie eine ziemliche Lusche. Weil, wenn ich das schon hatte und es jetzt hier auch wieder ist, ich weiß nicht, hattest du ihn schon? Naja. Und war der gut? Okay, der warst du aber nicht hier, ne? Nee. Nicht in diesem... Also, wie gesagt, ich selbst würde zwar wirklich extra cross, aber ja, mit Taigarurumon... Aber lieber ein richtig starkes, als wie zwei, naja, ne? Welcher deiner Partner soll digitieren? Ja, dann nehmen wir halt mit Taigarurumon. Dann packen wir es an. Das ist natürlich nur Metallgreymon, den müssen wir jetzt nochmal digitieren lassen, ne? Ne. Na, das ist ja weniger das Problem. Ja, was mich nur stört ist, oder kann man das überspringen? Ja, kreis oder so, muss ich gucken. Okay, Start gedrückt. Option meinst du? Genau, ja. Ah, ja, meine ich doch. Ist ja halt genau wie die Extra-Cross im Prinzip. Ja, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob Metallgrey dann auch nochmal, aber ich denke schon, alt werden tun die ja auch eigentlich. Oder? Mhm. Was macht Metallgarurumon eigentlich nochmal? Ach, Metallgarurumon, mega kaputt. Ich glaube, da rumstehen und deine Werte verbessern. Da guck. Aber sie sind runtergegangen. Auch nicht alles. Ich meine, bei Metall. Finde ich eigentlich nicht, nein. Ach, der war schon bei Metall. Ist höher. Nein, der war bei 40.000. Achso, bei Metallgrey meinst du. Ich dachte, du meinst jetzt Omega. Ja, das ist klar, aber er Digi kann ja nochmal digitieren. Ja, gut, dann machst du bei beiden erstmal die. Ja, okay. Ausdauer oder Stärke. TP. Ich mach erstmal kurz MP nochmal. Bis 20.000 halt. Also, aufgefallen ist mir vorhin, bevor wir halt aufgenommen hatten, da haben wir ja die beiden DLC-Digimon erstmal zu Mega gemacht. Von Ultra zu Mega sind die Werte zumindest Angriff und so um 200 gestiegen. Und selbst du kannst so Wargrey, wenn wir den gleich wieder haben, ja auch nochmal so Omegamon machen lassen. Das funktioniert doch gar nicht. Wir haben noch den Digitationsgegenstand. Na gut, aber das bringt doch nichts, da steigen doch die Werte nicht, oder ist das hier in dem Spiel anders? Das weiß ich doch gar nicht, aber... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Spiel noch nie ein Digitations-Item bis jetzt hingegeben. Ach. Weil alle Digimon, die ich wollte, habe ich mir so gemacht und wenn es halt nicht geklappt hat, naja, egal, dann habe ich halt mal was anderes gehabt. Deswegen... Doch, ich hatte... Nee, ich habe nur einen mir geholt, aber benutzt habe ich den noch nicht. Das war einfach irgendein von den königlichen Rittern. Ich glaube, es war Daftmon. Und noch irgendwelche anderen. Ja, keine Ahnung. Die wollen irgendwas. Was? Die wollten irgendwas gerade. Die haben nur noch gequatscht, die wollen doch gar nichts. Da. Ja, stimmt, okay. Ja, ich finde das so scheiße. Je größer sie sind, desto weniger sieht man das da halt, ne? Schon manchmal ein bisschen blöd. Oh, da war ja was. Das ist ja jetzt kein Mega mehr. Ja, dann müssen sie wieder kacken. Nicht sie, eher. Ja. Ja, also ein bisschen Stärke meinst du mehr, ha? Auch Ausdauer auf jeden Fall bei Omega. Und die ist ja schon hochgegangen. Ganz ehrlich, dann machen wir ihn Ausdauer und ihn erstmal Stärke. Ja, Stärke auf 3000. Ja. Naja, finde ich auch. Aber wie gesagt, ich hatte das hingekriegt, ich habe das noch hingekriegt gehabt, ich hatte Omegamon, hatte dann wäre Garurumon. Ich weiß jetzt nicht wie lange, ein, zwei Tage und dann ist er wieder digitiert. Aber wie gesagt, war halt die falsche Wahl, weil Metallgarurumon war ziemlich scheiße. Und jetzt machst du Metallgrey auch Ausdauer. Wenn sie schon nicht viel abziehen, dann sollen sie wenigstens... Sie wollen irgendwas. Wahrscheinlich essen, Balk. Hunger. Ja. Ich hab Hunger! Wir haben Hunger. Voll wie die kleinen Kiddies hier. Sind's nicht unsere Kinder? Nein. So große, fette Kinder will ich nicht haben.
Ja, jetzt sind sie erschöpft. Eigentlich können wir Sakuya immer noch genauso gut überspringen, rein theoretisch, weil es ist ja nicht wichtig. Na, wir wollen aber die Rache schon aufnehmen. Darum geht's nicht, aber ich finde, wenn wir Sakuya immer nicht schaffen, schaffen wir die anderen auch nicht, ne? Naja, klar. Omegamon schläft sehr seltsam. Ja, ja. Das weiß ich auch ohne, dass ich sehe, was sie wollen. Jetzt soll ich nur noch die Ausdauer hochpushen? Nein, nein, aber erstmal ein bisschen. So, und jetzt geht sie wieder auf Angriff. Beziehungsweise Omega was? Noch auf 4000 aus. Okay. So, ich, kacken muss er. Oh, super! Ich sag doch, ich höre das nicht. Du kannst doch mal vorher was sagen. Ich hab's vorher nicht gehört auch. Und ich hab dir extra die Kopfhörer gemacht. Ja, trotzdem schwach, wenn ich. Weil ich kann nicht Kopfhörer und dann mit dir reden und so. Doch, und dann natürlich. Auch noch spielen. Einfach einen drinnen haben und. Das mag ich aber nicht. Das mache ich äußerst ungern. Wofür habe ich dir denn überhaupt die Kopfhörer das gemacht? Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, ich krieg diese einen tollen Kopfhörer da. Und dann hättest du gar nichts mehr von mir gehört. Doch, ich höre dich dann noch. Wenn das nicht so laut ist schon. Ja, ja, schon. Was denn jetzt schon wieder Hunger? Dann rede doch erstmal mit Togemon. Was ändert denn das, dass ich mit Togemon rede? Das hilft mir auch nicht. Da, siehst du, Hunger. Ja, das gibt's jetzt ein. Stärke, das ist. Ja. So, er macht doch stärker. Naja. Ich wollte schon sagen, was hat Togemon jetzt damit zu tun, dass die beiden wieder irgendwas haben? Ah, das stört mich trotzdem voll beim Turnieren, wenn ich hier irgendwie ich zu weiß. Große Digimon habe, dann sehe ich überhaupt nicht, was die wollen. Und unten steht es ja immer erst danach, nachdem es oben über denen stand, ne? Kacken. Such mir ein Klo. Noch befehlsmäßiger geht's ja nicht. Der war wahrscheinlich schon überreif. Doch Stärke noch. Nee, mal aber Ausdauer jetzt hoch auf Stärke pushen. Was? Bei Omega, genau. Ich meinte eigentlich die Stärke eben bei Metallgrenzen. Achso, die meintest du. Ja, weil er jetzt gleich 4000 da hat. Ja. Ah, siehst du? Kann der auch nochmal Ausdauer haben. Korrekt. Klar, Weisheit und Geschwindigkeit ist jetzt nicht optimal bei beiden, aber. Ja, aber ich sag mal so, Weisheit finde ich eigentlich unsinnig. Das ist ja nur eventuell dafür da, damit sie auch mal eine Attacke lernen. Wobei ich hier in dem Spiel nicht wirklich das Gefühl habe, dass das so ist. Du lernst ja auch Attacken, die nicht deinem Typ entsprechen, also. Von daher. Stimmt. Ja. Aber sonst muss ich halt generell sagen, ja, weiß ich auch nicht, also. Geschwindigkeit habe ich jetzt eigentlich auch keinen großen Unterschied. Ich bin total erschöpft. Oh ja. Ich sterbe nicht sofort davon. Schlafen wollen sie noch nicht. Das ist doch nur, wenn die erschöpft sind. Generell muss man aufpassen. Aber theoretisch, ich habe das schon mal ausprobiert. Ach ja. Da war ja was. Hm, hat auch lautstark sich beschwert. Das tun sie ja immer. Man ist schlafen, ja. Und da Omegamon schläft im Sitzen. Auch im Stehen. Aber ich verstehe nicht, warum er die Beine anwinkelt. Weil er vorher fliegt und dann landet. Wenn Spaß macht. Weil ich habe das schon mal ausprobiert, also erst wenn die Leiste so gut wie voll ist, dann werden sie in der Regel krank. Wenn du dann weitermachst. Mhm. Wenn sie da so mal ein, zweimal erschöpft sind, dann ist das nicht sofort so, dann sagen die dir quasi nur, ja mach mal, sonst könnten wir halt krank werden. Was soll das jetzt? So. Ha, was wollte ich? Ich wollte gerade sagen, als nächstes TP machen, aber okay, passt ja erstmal. Und dann soll ich in den Digitationsgegenstand hingehen, ja? Ja, voll Omega, warum nicht? Ich finde, das sieht übrigens so cool aus, wenn er digitiert und erstmal nicht diese Kleine ja, da dran weiß, hat. Ja, das hat ne? schon was. Zeig mal die Werte. Mhm. Ach so. Ja, Ich sagte doch nur um 200 gestiegen. Ey, ganz ehrlich, dieser Gigawatt-Laser, der ist für den Arsch. Ich finde das hier viel besser. Achso, Durchschlag. Scheiß auf Programm löschen, das dauert viel zu lange. Auch raus. Hier, die Feuerattacke da, die kommt rein, die ist gut.
Und danach finde ich noch das, weil das auch mehrere erwischt und übers ganze Feld geht. Ich finde das gut. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ja, dann würde ich sagen... Nee, holst du jetzt noch den Digitationsgegenstand? Naja, auch noch das Essen kurz oder so? Ja, warum nicht? Ja, ihr wart fein. Ich möchte übrigens bezweifeln, dass Wargreymon genauso groß ist wie Omegamon. Aber gut, egal. Ja, passt. Das nehmen wir jetzt auch alles mit, weil wir nicht mehr so viel Fleisch haben. Also du hast noch so viel abgelegt. Ich habe noch abgelegt. Achso, okay. Dann will ich nicht jetzt so viel haben. Mir ist ja gerade egal, ich soll doch den Gegenstand erstmal holen. Ja. Nur das Essen fand ich jetzt wichtiger, weil das so viel Fleisch gekostet hat. So, ach, der war noch schon. Heißt der nicht noch was? Ah, der da. Ja. Gut. Du meinst, den soll ich jetzt hingeben? Ja, haben wir zwei Omega. Vielleicht wird ja Omega und Omega zum Paladin. Glaube ich nicht. Kann das eigentlich auch überspringen, mal so theoretisch? Ja. Ja, funktioniert. Gut so. Na, jetzt kannst du mal gucken, ob die Wetter gestiegen sind mit dem Gegenstand, glaub aber ich glaube auch nicht. Doch. Echt? Oder ist das. Nee, das ist das Falsche oder das Richtige? Das, nee, das ist das Richtige. Doch, die Werte sind hochgegangen. Oh, das ist schön zu wissen. Ja, zweimal Drehschlag will ich natürlich auch nicht. Natürlich das da. Und dann Eisstatue rein. Ja. Da. Aber dann nehme ich den. Nee, Drehschlag bleibt drin. Passt, ne? Doch, passt. Was ich mich jetzt noch frage, das ja nicht wahrscheinlich, doch. Nee, das ist ja, weil das wegen dem DLC, aber hier. Ja. Heiliges Ritter, Digimon und Mitglied der königlichen Ritter, kombiniert Fähigkeiten zweier Digimon, glänzt in jeder Lage. Naja, wenn es dreckig ist, glänzt es auch nicht mehr. Gut, ich würde sagen, wir beenden den Part und bereiten uns dann schon mal darauf vor, so mit Items und so einzudecken und sehen uns dann vor Sakuyamon wieder. Jo, bis denne!